Moin, moin, Freunde, hier ist Kochen und Backen mit Ariel oder Ariels Hausmannskost, wie auch immer. Heute mache ich mit euch ein Quitten-Chutney. Ich liebe Quitten, ne? Quitten werden einfach viel zu selten gemacht, weil die sehr schwer oft zu verarbeiten sind. Aber macht man das richtig, ist es gar nicht so schwer. Ich habe diese Quitten jetzt, das schneide ich rein, den Film, ne? Wie man das denn macht alles. Ne? Die Quitten haben wir im Topf ja schon gekocht, also geschnitten, gekocht und so. Dann haben wir sie rausgehüllt, aber das seht ihr gleich alles, weil ich ja vorher ein Quittengelee gemacht habe. Einfach nur lecker. Weil wir brauchen, also ich gehe mal immer davon aus, dass wir 1 Kilo Quitten nehmen, denn so 50, 60 Milliliter Zitronensaft. Das Wasser haben wir schon bedeckt, wie ihr das seht. Und dann haben wir noch ein paar andere Sachen dazu. Und zwar eine Zimtstange, die kannst du schon mal reinwerfen. Und Kardamom habe ich schon reingeworfen, hatte ich eben nur vergessen, euch das zu sagen. Und zwar habe ich die platt gedrückt, die Kardamom, mit einem Messer so einfach draufgehauen. Dann haben wir da, machen wir noch Zitronensaft rein. Oder wir haben schon Zitronensaft drin. Genau. Ne? Und Vanille. genau, und Vanille, genau. Das sind jetzt die Zutaten. Und jetzt zeigt der Muni euch mal ganz kurz, wie wir das machen. Genau, ganz wichtig ist, die Quitten erstmal abzuputzen, ne, damit wir sie schön sauber haben. Genau, den Pflaumen. Da ist so ein ganz feiner Pflaumen drauf. Und den müssen wir auf jeden Fall abmachen, weil da sind so Bitterstoffe drin. Jetzt machen wir langsam, Muni, langsam. Wir halbieren den und dann fetteln wir ihn. Und dann schneiden wir unten die Sachen ab. Weil, gib mal her, gib mal her. Das rauszumachen hier. Das rauszumachen, das dauert unheimlich lange und ist schwer, weil hier sind so Art kleine Steinchen drin und die sind so hart. Wir werden das Ganze einfach darin kochen, weil hier steckt auch noch Pektin mit drin. Und so haben wir nachher dann noch eine kleine so Verbindung. Wer zum Beispiel keinen Gelierzucker nimmt will, weil da irgendwas noch mit drin ist oder sonst was, der kann jederzeit auch das machen, nur hiermit, da muss man nur wesentlich mehr Zucker nehmen. Und das wollte ich eigentlich nicht. Das sind jetzt fast 3 Kilo. Ich mache nachher noch ein Chutney davon. Aber auf jeden Fall die Enden abschneiden, wie Moni das macht. Ne? Den Strom und die Blüte und dann einfach abkochen. So ungefähr 50 Minuten und dann ist er fertig. Dann kippen wir das durchs Sieb und dann machen wir uns dann nachher, wer denn hier mit dem Messer so reingestochen, so tschak raus und, oder so einfach so durchgehen und dann geht das ganz einfach raus. So, eigentlich können wir das schon mal anstellen. Wie gesagt, Zitrone ungefähr 80 Gramm, also 80 Milliliter. Aber das schmecken wir nachher nochmal ab. So, jetzt machen wir erstmal auf Vollpower, dass es kocht. Ja, und das lassen wir dann kochen. Nachher stelle ich das mir so ein bisschen kleiner. Falls ich noch nass schmecken will, also mit bisschen Zucker, vielleicht noch Zitrone oder Vanille oder Zimt oder was immer ihr möchtet, das ist ja euer Geschmack. Ihr könnt auch nur einfach nur Quitten und Zitrone nehmen. Auch reicht auch, ne? Quitten ist einfach nur geil. Leider ist das so ein bisschen verkannt oder die meisten trauen sich nicht ran, weil das ziemlich schwer ist und ziemlich hart ist. Oder wie siehst du das, Moni? Ja, die meisten kennen das auch gar nicht mehr. Ne, das stimmt auch wieder, das kommt auch zu. Ne? Und Quittengelee ist einfach nur geil. Ne? Und aus Quitten, man kann Quittenmus machen, wir machen einen Chutney draus für Soßen, du kannst auch einen Quitten-Ketchup machen, wie auch immer. Wusste ich auch noch nicht, habe ich letztens gerade gesehen, bei Steffi kocht ein. Aber so einen Ketchup machen wir nicht. Ich habe schon mal ein paar Mal so einen Chutney gemacht für ein Stück Fleisch oder Fisch, ist einfach nur lecker. Die Quitten haben jetzt 50 Minuten geköchelt vor sich hin. Wir haben hier so ein Tuch, da machen wir die jetzt rein. Ganz vorsichtig. Geht das so, Moni? Ja, ein bisschen. Und dann erstmal Grund kriegen hier. Den Saft schütteln wir so hinterher rein. Wir machen das jetzt nur, damit das nicht so schwer ist. Und dann lassen wir das alles schön abtropfen. Und dann lassen wir die Quitten ein bisschen abkühlen. Und dann haben wir hier unseren Quittensaft für unseren Quittengelee. Und aus den Quitten machen wir vielleicht noch einen Mousse, auch noch einen Teil. Und dennoch, was wollte ich sagen? Ah ja, ein Chutney. So, genau, ein Chutney wollten wir auch machen. Und das lassen wir dann abkühlen und dann müssen wir das nachher nochmal filmen, 2, 3 Dinger, wie wir die so machen. Genau, ne? Wie wir das rausholen. Ne? So. Und dann messen wir dann das ab. Das machen wir dann nachher, was hier der Saft drin ist. Ne? So, jetzt kannst du das reinschütten, denn verbrenn dich nicht dabei. Ich nehme jetzt langsam, Moni. Ich muss nur gerade ein Stück größer werden. Ah, du bist so groß, Moni. Ich kann auch so sehen. Okay. So. Das lassen wir jetzt erstmal abkühlen. Schön abtropfen. Am besten wäre sowas sogar über Nacht abtropfen lassen, aber wenn wir ein bisschen Saft nach haben. So, jetzt für unser Chutney. Wir haben das ja, wie ihr gesehen habt, abtropfen lassen. Das wird für unser Quittengelee, den machen wir auch gleich noch. Und jetzt für unser Chutney. Und zwar
Die sind jetzt weich gekocht. Moni macht jetzt die Kerne rauf. Und zwar einfach mit dem Messer so lang. Erklär mal, Moni. Oh nee, das ja, ist schon so weit. Du musst hochgehen. Deswegen meine ich mit dem Gabel, genau. Aber siehst du, ne? Sonst habe ich das Harte mit. Ja, ja, das genau. Das muss weg. Genau, das muss weg. So, und dann machen wir das klein. Mach gleich hier in den Eimer rein. Genau, ruhig noch kleiner. Das ist noch zu grob. Ist ein Schatten. Ja, genau so. Und das machst du jetzt nochmal mit zwei Stück, damit die Leute das sehen. Mhm. Ne? Warte mal, ich gebe den Schlesinger. Das ist nett, danke. So, hier bitte, hast du den Schlesinger? Okay. So. Jetzt, das schmeckt jetzt auch noch nicht alles. Der Quitten sagt auch noch nicht, weil wir keinen Zucker dran hatten. Das machen wir jetzt gleich, weil wir hier Gelierzucker nehmen. Und hätten wir denn hier Zucker dran, dann würde das alles zu süß werden. Ja, ich würde jetzt andere Seite nehmen, Moni. Moni, ja, oder so. Oder so. Man muss aufpassen, dass man unten das Harte mit... Warte mal, so jetzt nochmal, Moni, sag das nochmal. Ja, man muss aufpassen, dass man das eventuell dreht oder so, weil genau in der Mitte ist ein ganz harter Punkt und den muss man mit rauskriegen. Genau. So. Ja, genau. Siehst du, und so haben wir draußen. Ne? Und jetzt schneiden wir uns das nochmal klein für Chutney. So, schön, ja genau, kleine feine Würfel. Und die kommen dann hier rein. Und da mache ich dann nachher noch einen Chutney von. Stellst du das genau vor die Kamera? Ja, stimmt auch. Wahnsinnig intelligent von mir. Moni. Ach. Weißt wenn du nicht da wärst, ne? Also manchmal. Ne? Und, ja, manchmal bin ich wahnsinnig intelligent, sage ich doch immer wieder. Sind wir alle. Das ist so. Ne? So, wie gesagt, das wäre jetzt für uns also Chutney. Da machen wir uns alles hier fertig. Aber das machen dann gleich die Jungs. Ich wollte das jetzt erstmal zeigen, wie das so ist. Ne? Kann auch sein, dass ich die Hälfte für Chutney nehme und die andere Hälfte für Quittenmus. Da entscheide ich mich aber erst später. Ne? Das mache ich erst heute Nachmittag. Das ist wieder für Kurzentschlossene, ne? Ja, ja, klar. Mhm. Ja, ey, das ist doch cool. Ein Film, eine Frucht, drei verschiedene Gerichte, drei Filme. So habe ich wieder vorproduziert. Bist so einfach so geht ein das. Fuchs, ne? Ey, ich bin ein Fuchs, ne? Sehe ich auch so. So, gut, okay, das haben wir jetzt. Ich habe jetzt hier diese geschnittenen Quitten, die mache ich jetzt rein. Stelle ich mir erstmal hier auf Voll Power den Kram. So. Ah, nee, vorher mache ich mir noch eine. Nee, vorher sagen wir mal die Zutaten an, ne? Bevor ich damit anfange. So, das heißt, den stellen wir erstmal wieder aus. Und zwar Zutaten: Zwiebeln, in Quitten natürlich. Dann habe ich hier getrocknete Tomaten, Chili, Ahornsirup, Salz, Pfeffer, Zitronensaft, Apfelsaft und hier habe ich so ein bisschen Balsamico-Essig. Weiß ich noch nicht, ob ich alles nehme. Und Zucker. Wenn ihr Braunzucker habt, nehmt Braunzucker. Habe ich leider nicht da. Wenn ich Zucker brauche, das ist nur, da ich gerne mit Ahornsirup arbeite. Gut, ich mache jetzt mal das hier ein bisschen klein. Mache mir jetzt erstmal die Zwiebeln. Die würfel ich mir jetzt einfach ganz fein runter. Am besten, wenn ihr Zwiebeln schneidet, hier habt ihr hier hinten immer so ein hartes Stück. Das würde ich immer von der Seite nicht schneiden, also von hier vorne so. Wer das noch nie gemacht hat, ne? Einfach. Deswegen, normal könnte ich auch ein paar Würfelzwiebeln hinstellen und dann ist gut. Aber gibt es ja immer noch ein paar Menschen, die das noch nie gemacht haben. Und der Rest spult einfach vor. Ganz einfach. So, dann gehen wir mal. Was ich vergessen habe, ist natürlich dann ein kleinen Tropfen Olivenöl, um die Zwiebeln anzubraten. Jetzt stelle ich mir das an, voll Power, mache hier die Zwiebeln rein. Rein, Ariel, nicht daneben. Ihr hättet natürlich auch Butter nehmen können, ne? Wäre natürlich noch ein bisschen feiner im Geschmack her und wäre auch besser, ganz ehrlich. Habe ich eben nicht dran gedacht. Aber gut. Oh, das wird schon braun. Dann machen wir hier die Zwiebeln auch noch mit rein. Dann stellen wir uns das ein bisschen runter. So, dann mache ich mir da noch ein bisschen Butter rein. So, jetzt schneide ich mir hier die Tomaten. Wenn die Zwiebeln dann gleich fertig sind, dann mache ich die Quitten rein. Die Quitten waren ja schon gewürzt, wie ihr jetzt gesehen habt eben gerade. Mit bisschen Zimt, mit bisschen Kardamom, Zitrone. Und das machen wir auch gleich alles rein. So, damit mir die Zwiebeln nicht zu dunkel werden, mache ich hier meine Quitten rein. Oh, gerade so der Eimer. Die schmecken noch nach gar nichts. Bisschen Salz, Pfeffer. Jetzt nehmen wir ein bisschen Apfelsaft, so ein Glas ungefähr. So, jetzt geht's weiter mit den Tomaten. Die schneide ich mir jetzt hier zu Ende und dann sehen wir uns gleich wieder. Getrocknete Tomaten, habe ich gar nicht gesagt, ne? Aber ja, ihr seht ihr ja. Aber wer es nicht kennt, das sind getrocknete Tomaten. Die sind viel intensiver im Geschmack.
Bisschen rühren. Jetzt kommt der Zitronensaft auf jeden Fall dazu. Und dann kommt der Ahornsirup rein. So, Ahornsirup erstmal einen Schuss. Und dann lassen wir das Ganze jetzt kochen. Ja. Und dann kommen gleich noch die Chili dazu, das Wichtigste. Ne? Also Chutney, Süße, Säure, Schärfe. Und dann füllen wir das in Gläsern um. Und dann könnt ihr das ganz normal lagern, normal, weil das eigentlich so viel Süße und Säure drin, ne? Also der pH-Wert, gibt dann natürlich keine Garantie drauf, darf ich auch nicht, aber der müsste natürlich unter 4,6 liegen, behaupte ich mal so. Aber das sehen wir nachher. Und Säure, Süße. Ihr könnt auch so der Apfelessig nehmen, ne? Ich habe jetzt keinen Apfelessig da, deswegen nehme ich nachher ein bisschen Balsamico, passt aber auch wunderbar. Aber jetzt kann ich das wieder ein bisschen höher stellen. Das soll ja kochen und fertig werden. Das ist eigentlich eine schnelle Sache. Das Schlimmste sind eigentlich die Quitten zu machen, ne? Wie ihr so am Anfang seht. Die zu schneiden, die zu kochen. Wenn ihr jetzt kein Gelee macht, dann kocht ihr euch die Quitten natürlich in Wasser ab, so wie wir das gemacht haben. Und dann haben wir natürlich Flüssigkeit hier drin, wenn ihr nur einen Chutney macht. Aber wenn ich Quitten mache, gibt es auf jeden Fall ein Gelee, ne? Also gar keine zwei Meinungen. Nach Lemon Curd und die eine neue Marmelade von Ingrid aus Steffi kocht ein Team, die mit Karotten und, was war das, Mango oder so, ja, irgendwie so. Die ist sowas von lecker, die gehört auch so. Ich habe jetzt eigentlich drei Favoriten. Quittengelee, aber wie gesagt, in meiner Playlist, wo die Marmelade drin ist, ne, da findet ihr das dann alles. Und wie ich das im anderen Film sagte, ich habe gerade, Steffi kocht ein, hat einen Marmelade-Wettbewerb gemacht, den hatte ich auch mitgemacht, kam nicht an, aber ich habe vernommen, dass er geschmacklich richtig super war. Und das zählt ja für mich. Die anderen Kriterien habe ich ja gar nicht gemacht. Ich habe einfach eine Marmelade gemacht und dann war gut. Die anderen Kriterien waren einfach, weiß ich nicht, so das Aussehen und sonst was. Meine sah auch nicht schlecht aus, aber auch nicht so. Und was weiß ich, ob Stücke drin waren und so. Aber das war mir eigentlich egal. Mir zählte der Geschmack. Aber die kann ich leider noch nicht hochladen, weil das kam noch auch mit dazu. Die Zutaten, die gibt es natürlich nicht mehr, ne, wo ich sie gemacht habe. Sind erst wieder im Frühling. So, da Pfirsich, ne, Pflaumen gibt es noch, ne, aber, ne. Aber das ist so ein Gericht, wo ich Pflaumen und Pfirsich hier brauche und Nektarin. So, jetzt machen wir hier dann die Tomaten rein. Und dann lassen wir das kochen und dann probieren wir das mal. Nee, gar nicht. Das fehlt ja jetzt noch. Ne? Ich muss jetzt mal sehen, wie scharf die sind. So, jetzt wollen wir mal probieren. Also ich habe jetzt insgesamt 2 Gläser Apfelsaft drin. Dann nehme ich 1, 2, 3 Esslöffel weißen Balsamico. Dann mache ich jetzt noch ein wenig Ahornsirup mit rein, so 150 Milliliter. So insgesamt kommen da 250 Milliliter auf dieser Menge rein. Und das passt dann auch. So habe ich die Säure und die Süße. Und die Schärfe natürlich, die gleich noch reinkommt. Aber das waren auch 2,3 Kilo kleingeschnittene Quitten. So, jetzt kommen noch die Chilischoten rein. Da fange ich erstmal klein an. Wie ihr gesehen habt, habe ich die Kerne rausgenommen. Und dann schneiden wir das richtig schön klein. Ganz kleine Würfel. So, mit denen warte ich noch, weil ich noch nicht weiß, wie heftig das ist. Am liebsten hätte ich die rote auch noch reingemacht, von der Farbe her, aber wir haben ja die Tomaten. So. Jetzt stellen wir das erstmal runter. Das soll uns dann nicht anbrennen. So, ich mache jetzt noch 2 Esslöffel Zucker rein, weil sonst, wenn ich zu viel Ahornsirup habe, schmeckt mir das Ganze zu doll nach Ahornsirup. Und ich brauche eine gute Mischung aus diesem Säure-Süße-Spiel und Schärfe natürlich. So, jetzt haben wir alles so schöne kleine Stücke. Das sieht gut aus auch. Jetzt probieren wir nochmal. So, mit einem Stück Tomate. Und ein Stück Chili so, ne? So, genau. Pusten, das ist heiß. So, bin damit noch nicht ganz zufrieden. Ich habe jetzt hier eine Mischung. Bisschen Süße noch und mit Zimt, also Zimt-Zucker eine Mischung. Und dann kommt auch noch Vanille rein. So, Vanille. Ich habe eine Paste, ihr müsst sehen, was ihr habt. Habt ihr eine frische, könnt ihr eine frische nehmen. Aber frische finde ich immer so teuer. Und jetzt sollte das eigentlich passen. Mein Chutney.
Da ist auch noch so ein bisschen Flüssigkeit drin, ne? Also nicht ganz so, ne? So, dann probieren wir nochmal. Jetzt ist das super. Ich war eben noch am Überlegen, noch ein bisschen Zucker zu machen, aber nee. Schärfe lasse ich auch, das reicht. Weil wir verkaufen die Gläser, weiß nicht, für 1 Euro oder so. Und das sind oft ältere und dann darfst du das nicht zu scharf machen. Ne? Wer noch ein bisschen Schärfe haben will, macht sich dann zu Hause noch was rein oder so. So, jetzt mache ich hier so ein bisschen sauber, lasse dann noch ein bisschen vor sich hin köcheln. So, ich habe mir jetzt hier ein paar Gläser fertig gemacht. Ich stelle das jetzt mal aus. Die waren alle fast eine halbe Stunde bei 150 Grad im Ofen. Die Deckel habe ich mit kochendem Wasser fertig gemacht. Und jetzt machen wir uns hier die Gläser voll. Wenn ihr euch das privat macht, würde ich die Chutney immer in kleine Gläser machen. Dann muss ich hier natürlich den richtigen Deckel finden auch noch. So, jetzt ist die Lüftung aus, sehr schön. Habe ich hier eigentlich angemacht. So, einmal kurz auf den Kopf stellen für 10 Minuten. Wenn ihr es richtig heiß abfüllt und über 80 Grad habt, braucht ihr das eigentlich nicht. Aber wie ich immer sagte in meinem Film, Mama hat das gemacht, Oma hat das gemacht und das war immer gut. Auf den Kopf stellen macht man das eigentlich wegen, damit die Hitze überall hinkommt. Wollen wir mal sehen, was habe ich denn hier für Deckel? Ah, nehmen wir den noch. Gut. Wie gesagt, macht euch das zu Hause. Macht auf jeden Fall kleine Gläser. Wenn ihr dann eins aufmacht, hält sich eigentlich dann auch noch im Kühlschrank längere Zeit. Ariel, mit Trichter bitte. Nicht so ein Schwank am Anfang. Ja, eigentlich müssen die auch alle passen. Moni hat sie ja nochmal kontrolliert hier, ne? Da kann eigentlich noch so ein bisschen rein. Und wie gesagt, wenn ich Chutney mache, manche machen das zu trocken, können sie auch gern machen, jeder wie er möchte, sage ich immer. Aber so ein bisschen Flüssigkeit finde ich immer ganz gut. Und wenn es kalt ist, zieht sich das sowieso zusammen. Aber dann ist das nachher noch immer ein bisschen saftig, das Ganze. Und das schmeckt richtig lecker, Leute. Kann ich euch nur sagen. Habe ich da die ganze Zeit den Topf vorgehabt. Das ist natürlich auch nicht so schön, ne? Na gut, egal. So, das mache ich jetzt zu Ende. Ja, Freunde, ach ja, gefällt euch mein Kanal, ne? Abonniert ihn, klickt auf die Glocke, ich freue mich drüber. Und ihr habt immer den neuesten Film, ne? Ja, und ich kann nur sagen, das lohnt sich auf jeden Fall nachzumachen. Und das Ganze zum Stück Fisch, zum Stück Fleisch, einfach lecker. Die sind auch noch richtig heiß, müsst ihr auch aufpassen, ne? Ach, packe ich mir den da rein, so. Ja, Freunde, kommen wir jetzt nochmal dazu. Hier auf der linken Seite mache ich jetzt in beiden Filmen rein. Habe ich mein Quittengelee, das ist richtig lecker, sowieso. Ne? Und hier habe ich mein Chutney, das ist auch lecker. Sowas, wie gesagt, auf Käse, auf zum Fleisch, zum Steak, zum Fisch. Also könnt ihr so viel einsetzen oder so. Ne? Aber ich mache sowas gern zum Käse. Ne? Und wie gesagt, wenn ihr euch sowas zu Hause macht, nehmt solche klein. Ne? Und ich habe hier so für die Arbeit und so, ne, immer so einen Teelöffel, das reicht. Ne? Mehr braucht man nicht. Ja, wie gesagt, jetzt nochmal dazu kommen. Das ist, wie gesagt, kann ich mir immer nur sagen, viel Spaß beim Nachtmachen. Wünsche euch wie immer, euer Ariel. Und zum Schluss gibt es nochmal ein bisschen was über meine Playlisten, aber das wisst ihr ja. Okay, und tschüss. So, Freunde, zum Schluss möchte ich noch mal ein wenig über meine Playlisten erzählen. Wer das kennt, hört natürlich hier auf und wer es nicht kennt und Lust hat, schaut sich das noch mal an. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe über 60 Playlisten und das ist alles besser strukturiert. Da könnt ihr euch das alles noch mal in Ruhe anschauen und müsst nicht 600 Filme durchkriegen, wenn ihr dazu Lust habt. Und ich möchte sagen, eine Playlist, da findet ihr die türkische Küche, die japanische Gerichte, die günstig sind, also gerade in der heutigen Zeit und so. Klassiker der deutschen Küche, Kohlgerichte, Kaninchengerichte, vegetarische Gerichte, vegane Gerichte, viel über Soßen, ganz, ganz wichtig, ne? Reste essen, was ganz interessant jetzt wieder zum Frühling hin. Die ganzen Dips, die man sonst so holt bei den Griechen, wie Baba Ganache, wie, was habe ich da, Granatapfeldip, Hummus, dann Walnussdip und so weiter. Also ganz, ganz viele Geschichten, bisschen über so Thermomix, Eis. Dann habe ich die orientalische Küche, Kassler Gerichte. Also, und dann meine 25 Top, die ich so am liebsten mache, Pizza- und Eiergerichte. Also es ist wirklich richtig, richtig viel. Und da findet ihr alles, wo ihr drauf denn Lust habt. Und dann braucht ihr nicht alles wirklich durchzugucken. Und ihr, oder ihr sagt sonst einfach Ariels Hausmannskost und dann das, was ihr euch gerne so wünscht. Oder jetzt ist noch vorbei, so die Weihnachtszeit. Ne? Dann Kartoffelgerichte wie Bauernfrühstück, Hackgerichte. Also wie gesagt, ihr hört schon, ich kann jetzt nicht alle so aufzählen. Italienische Desserts und Dressing. Also ganz, ganz wichtig. Ne? Also so ich das. Oder Weihnachtszeit in Ente und so. Also wie gesagt, es lohnt sich, da rein zu scrollen. Es geht alles wesentlich einfacher. Und ich kann euch dann wie immer nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Wünsche euch wie immer, euer Ariel. Und tschüss.